Lauft. Sie sind spät, Coop. Ja, wir hatten Platten. Das ist eine indische Aufklärungsdrohne. Solarstrom könnte eine ganze Farm versorgen. Was hast du gemacht, Murph? Ach, sie hat gar nichts gemacht. Aber Murphy's Law. Sie sind ein studierter Mann, Coop. Und ein ausgebildeter Pilot. Und Ingenieur. Die Welt braucht keine Ingenieure mehr. Uns sind nicht die Flugzeuge oder Fernseher ausgegangen, sondern die Lebensmittel. Warum habt ihr mich nach etwas Schlechtem benannt? Haben wir nicht. Murphy's Law? Murphy's Law besagt nicht, dass etwas Schlechtes passieren wird. Es besagt, dass alles, was passieren kann, passieren wird. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass nichts in unserem Sonnensystem uns helfen kann. Jetzt müssen Sie mir sagen, wie Sie die Welt retten wollen. Wir sollen die Welt gar nicht retten. Wir sollen sie verlassen. Und für diese Mission wurden Sie ausgebildet. Ich habe Kinder, Professor. Dann gehen Sie da raus und retten Sie sie. Du weißt nicht, wann du zurückkommst. Ich komme wieder zurück. Wir müssen weit über unsere eigene Lebensdauer hinausdenken. Wir dürfen nicht als Individuen denken, sondern als Spezies. Wir müssen die Möglichkeiten interstellarer Reisen nutzen. Murph, ich hab dich lieb. Ich komme zurück. Ich sehe den Mond, der Mond sieht mich. Scheint durch das Laub vom alten Eichenbaum. Die Kapsel ist nicht sicher. Wir müssen Fehler machen. Wir müssen die Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Wirf nur das Licht, das du mir schenkst. Nele, wir stimmen da alle überein. Wir wollen Sie als Kommandant. Auch auf meinen liebsten Schatz. Mom, was ist denn? Nichts, Schatz. Dein Dad fliegt zum Mond. Neil Armstrong. Buzz Aldrin. Wir haben ein Go für den Start der Haupttriebwerke. Die ganze Welt schaut zu. 9. Hat Ihr Mann überlebt? 8. Fragen Sie sich, ob das Programm den Aufwand lohnt, 7. an Geld und Menschenleben? Hier brennt es überall, Leute! 6. 5. Wie wahrscheinlich ist es, dass du nicht wiederkommst? 4. Unsere Kinder hätten dann keinen Vater mehr. 3. Du setzt dich jetzt mit ihnen hin? 2. Und du bereitest dir darauf vor, dass du eventuell nie mehr nach Hause kommst? 1. Kommst du auch bestimmt wieder? Wir haben ernste Probleme. Wir haben alles unter Kontrolle. Für euch ist das ein Spiel. Ihr habt nichts unter Kontrolle. Brauch nur das Licht, das du mir schenkst. Auch auf meinen Liebsten.
Also ist es so. Ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gegründet. Hab ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße. Oh, bitte. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's. Meine heilige Mission ist es, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Er wollte nie was besser machen. Er hat einfach nur gehasst, wie es war. Ihr sollt wissen, ich bin dankbar, an der Seite meiner Freunde zu kämpfen. Äschert sie ein. Wir haben immer nach einer Familie gesucht, bis wir uns gefunden haben. Seid ihr bereit für ein letztes Abenteuer? Wir werden gemeinsam fliegen in den unendlichen und wunderschönen Himmel. Wen auch immer du da geliebt haben willst, sie klingt mehr nach ihr. Sie? Total lächerlich. Ganz sicher nicht. Lass den Scheiß! Was denn? Wusste gar nicht, wie schwarz deine Augen sind. Sie wurden von meinem Vater ersetzt, um mich zu foltern. Er hat ein schönes Paar rausgesucht. Von uns allen hier unten von Mission Control, willkommen im Weltraum. Die Russen klopfen immer dreimal. Ich denke, es ist nur Aberglaube. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. Ja, ich hab Fotos gesehen, aber das ist... Wir reden nicht über Politik, hier sind wir. Eins. Hey, Leute. Augenblick, was? Was? Zum Teufel ist da unten los? Oh. Wir müssen aus der Kuppel raus. Sofort, Leute. Raus hier. Sofort. Oh mein Gott. Ich war schon KF. Houston, können Sie mich hören? Da unten ist ein Krieg ausgebrochen. Und wir sollen die Kontrolle über die ISS übernehmen. Und das mit allen nötigen Mitteln. Wenn wir den Befehl von unserer Regierung bekommen, die Kontrolle zu übernehmen. Was schlägst du vor, was wir tun? Die Russen haben den gleichen Befehl bekommen. Und haben zuerst zugeschlagen. Zugeschlagen? Wir sind eine hochentwickelte Spezies. Alle Menschen besitzen den Urinstinkt, sich gegenseitig zu helfen. Wenn sich ein Wanderer in den Bergen verirrt, leitet man eine Suchaktion ein. Wenn ein Erdbeben eine Stadt zerstört, schicken Menschen aus aller Welt Hilfslieferungen. Dieser Instinkt findet sich in jeder Kultur. Ohne Ausnahme.
früh gegen 4.30 Uhr registrierten unsere Satelliten einen Sturm in der Nähe der Ares-3-Station auf dem Mars. Der Sturm wurde immer heftiger und wir mussten die Mission abbrechen. Aber während der Evakuierung kam Astronaut Mark Watney ums Leben. Ich lege ein offizielles Logbuch an. Mein Name ist Mark Watney. Und ich lebe noch. Offensichtlich. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Aber es würde sowieso 4 Jahre dauern, bis mich eine andere bemannte Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Also, angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Okay, rechnen wir es durch. Ich muss einen Weg finden, Essen für 4 Jahre anzubauen. Hier, auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Houston, zur Information. Wir haben eine Videonachricht an die ganze Crew erhalten. Spiel sie ab. Mein Gott. Mark Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Wow! Noch Fragen, Neil Armstrong? Wir haben ihn zurückgelassen. Holen wir unseren Mann. Die NASA hat das abgelehnt. Das heißt, worüber wir hier reden, ist Meuterei. Und wenn wir die Vorräte nicht übernehmen können, sterben wir. Zerstören wir den Gravitationsassistenten, sterben wir. Das ist das Weltall. Es kooperiert nicht. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Und dann sagt man, das war's. Das ist mein Ende. Ist es möglich, dass er noch lebt? Der Marsianer. Was ist, wenn morgen die Welt untergehen würde? Wird sie nicht. Wieso nicht? Weil man mich gewarnt hätte. Ich verstehe das. 6 Jahre im Orbit machen sehnsüchtig. Um genau 8.19 Uhr wird also ein riesiger Asteroid in minimalem Abstand an unserem Planeten vorbeifliegen. Kontaktiere Lehrer. Lehrer, guck aus dem Fenster! Hallo, mein Kind. Du musst mir versprechen, dass du sie sicher hierher leitest, ja? Ja, ich verspreche es. Das Suchsystem ist einsatzbereit. Ich passe auf sie auf. In seinem Büro auf Sie. Aline Ruby, hat Carlos Sie nicht reingelassen? Ah, er macht gerade ein Update. Es geht um meine Tochter June. Sie ist verschwunden und ihre Mitbewohnerin auch. Sie wohnt auf dem Alan Turing Campus. Nüchternheitsmodus aktiviert. Ja, deaktivieren. Sie sind gleichzeitig verschwunden. Könnte es da einen Grund geben? Der Direktor zeigt Ihnen die Aufnahmen. Sie wollte ihn abschalten. Der Android hat sich nur verteidigt. Deaktivierung! Er verstößt gegen Direktive 1.
Wir haben den Androiden gefunden. Sehen Sie? Der hat sich ziemlich gewehrt. Kommen Sie mal hier rüber! Ich verstehe nicht, warum er ein Raumschiff bauen wollte. Was hat Jun Cho mit dem Roboter angestellt? Sie denken, Jun hätte als Prostituierte gearbeitet? Sieh dir mal das Wärmebild an. Gibt es hier menschliche Prostituierte? Wir haben hier nur Synthetik, aber wir betrachten uns als zu 100% menschlich, so wie Sie. Eine Software, mit der Sie die volle Kontrolle übernehmen können. Was entsicherte Androiden anrichten, haben wir gesehen. Gehen Sie weiter! Rakete! Aline, ich komme! Wunderschön, nicht wahr? Was? Der Sonnenaufgang. Fantastisch. Hey, Joe. Guten Abend, Cole. Miss, Sie stehen in Flammen. Wie originell. Nein, ich will mich nicht mit Ihnen hinwerfen und auf dem Boden rumrollen. Nein, Ihr Buch steht in Flammen. Okay. Oh mein Gott. Alkohol und Flammen, die mögen sich. Cole Davis. Kelly Jones. Die öffentliche Unterstützung der Mondmission ist auf dem Tiefpunkt. Jeden Tag geht hier irgendwas kaputt. Wir sind tot, schon wieder. Oder fliegt in die Luft. Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel. Die NASA braucht einen Marketing-Spezialisten und Sie sind einfach die Beste. Entschuldigung? Was machen Sie denn hier? Ich dachte, da war was zwischen uns, also habe ich Sie gesucht. Was? Das war ein Witz. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond. Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft. Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein. Wer ist das? Für mich ist das was Persönliches. Er hat meinen Namen. Sie haben gesagt, Ihre Leute geben keine Interviews, also musste ich andere engagieren. Ich bin zum Casting hier. Wer ist das? Sie. Sie sind eine reizvolle Rolle. 60 Kampfeinsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Wie war das? Was? Die ganze Welt wird zusehen. Wir können es uns nicht leisten, gegen die Russen zu verlieren. Wir müssen eine Alternativversion der Mondlandung drehen. Sie wollen es vortäuschen? Kein Mensch darf erfahren, was wir hier tun. Das kann ich nicht akzeptieren. Die erschießen dich. Wie hoch ist mein Budget? Oh, Mann. Ich weiß viel mehr über den Mond als über Sie. Gib mir Go, No Go für den Launch. Wenn du diese Mission vortäuschst, werden alle Opfer, die wir gebracht haben, umsonst gewesen sein. Du weißt, ohne mich wäre es nie zu diesem Tag gekommen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und mein Armstrong ist eine weinerliche Pussy. Wir müssen umbesetzen. Hätten wir nur Kubrick geholt. Hallo. Bittet er mich um ein Date? Sie schien nicht sehr beeindruckt. Wow. Du siehst aber auch nicht übel aus.
Ihr zwei seht heute Abend schick aus. Wir haben ein Date. Sehr schön. Hast lange gebraucht, bis du fragst. Und warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Wir gingen an Bord der Avalon mit einem Ziel. 120 Jahre im Hyperschlaf heißt, in einem neuen Jahrhundert auf einem neuen Planeten aufzuwachen. Aber vor einem Jahr änderte sich alles. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Weißt du, was hier vor sich geht? Sonst ist niemand wach. Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh. Das ist nicht möglich. Wir müssen wieder einschlafen. Können wir nicht. Aurora, wir lieben dich. Irgendwas stimmt nicht. Ganz gewaltig nicht. Was machen wir jetzt? Vertraust du mir? Das Schiff ist verloren. Ich muss das tun. Nein! Wenn du stirbst, sterb ich auch! Es gibt was, das ich dir noch sagen muss. Es gibt einen Grund, warum wir zu früh aufgewacht sind. Jin, was auch immer ich mache, passiert nur zu deinem Schutz. Hast du das verstanden? Ich verstehe. Willst du hier raus? Unsere Rebellion ist die letzte Möglichkeit, das Imperium zurückzudrängen. Du könntest uns dabei helfen. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Was soll das? Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür? Man verlangt nach unserem Codenamen. Es ist ein Rogue. Rogue One. Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben, ist unermesslich. Wenn das Imperium solche Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Sie haben keine Ahnung, dass wir kommen. Haltet fest an diesem Moment. Die Macht ist stark. Lasst 10 von uns wie 100 wirken. Wir ergreifen die nächste Gelegenheit. Und die danach. Ihr seid doch Rebellen, oder nicht? Rettet die Rebellion! Rettet den Traum! Rogue One. A Star Wars Story. Okay. Was denkst du, wie lange sitzen wir hier fest? Ich rede nicht mit dir. Weißt du was? Wir sind sowas von erledigt. Ich dachte, du redest nicht mit mir. Ihr zwei, mitkommen. Meldet euch bei der Abfallentsorgung. Hey Jungs, ich bin B-127. Ich tüftel noch an Spitznamen rum und am meisten fühle ich gerade Badassatron. Nur halt cool ausgesprochen. Badassatron. Wir nennen dich einfach B. Ich weiß, wir sind nur einfache Arbeiterbots, die sich nicht mal transformieren können. Willst du nicht sehen, was da draußen ist? Es gibt einen Grund, warum keiner an die Oberfläche geht. Es ist gefährlich!
Was sollen wir mit Jetpacks? Wenn wir das überleben, dann bringe ich dich um! Okay, Bedingung akzeptiert. Oh, die Oberfläche. Es ist wunderschön hier. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Nehmt die und entfesselt euer volles Potenzial. Los, zeigen wir ihnen, dass mehr in uns steckt, als man denkt. Wir können uns jetzt transformieren. Auf drei, eins. Es funktioniert! Wo ist mein Kopf? Muss ich auf irgendeinen Knopf drücken? Wo sind die Räder? Ich brauch Räder! Leute, das ist nicht gut. Wir haben diese Macht aus einem Grund. Nutzen wir sie. Wir stehen hier vereint. Und sind eins. Wow! Ich hab ne Kampfmaske! Die kam einfach als dieser Typ hier! Messerhände! Ich hab Messerhände! Ja, das seh ich! Wie? Das sind nicht die Bösen. Wieso hast du die Tür zersäbelt? Was? Nein, die war schon vorher so. Stimmt's? Ja, das stimmt. Ja, die war schon vorher so. Die war schon so. Mein Name ist Mirz. Ich bin der Pilot von diesem Schiff. Wir hatten eine Bruchlandung auf einem unerforschten Planeten. Wir sind die einzigen Überlebenden. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber da draußen ist etwas. Etwas Außerirdisches. Wir müssen zum Rettungsschiff. Rettungskapsel, Position unbekannt. Wir müssen leise sein. Leise. Und weitergehen. Ich bringe uns nach Hause. Nach Hause, Familie. Bereit. Lauf! Starte das Schiff! Katzen dürfen hier nicht rein. Ist eine Assistenzkatze.
ist das Ende aller Tage. Keine Menschen mehr, kein New York mehr, kein gar nichts mehr. Trotzen vor Eitelkeit. So satt und befriedigt. Sie sind überall. Sie überwachen mich. Schon bald werden diese Zeiten enden. Alte Regeln haben keinen Bestand mehr. Die Leute begehren auf. Ich begrüße diese Art von Abrechnung. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. Warum kommt ihr zu uns? Ich will nur, dass meine Familie sicher ist. Behandelt sie als unsere Brüder und Schwestern. Lehrt sie unsere Gebräuche. Nicht so langsam, Waldjunge! Wenn ihr hier leben wollt, müsst ihr sie reiten lernen. Na dann los! Einfach atmen. Atmen. Ah!
Ich bin ein Krieger wie du, ich muss kämpfen. Ich soll das Volk beschützen. Bringen wir es zu Ende. Avatar: The Way of Water. Am besten in 3D. Exklusiv im Kino. Jetzt Ticket sichern. Warum? Du lächelst. Das gibt's doch wohl nicht. Ich glaube, sie wollen, dass wir sie finden. Dies sind Bilder von archäologischen Ausgrabungen auf der ganzen Welt. Antike Zivilisationen, zwischen denen es keinen Kontakt gab. Und doch taucht überall das gleiche Piktogramm auf. Mesopotamien, Azteken, Höhlenmalereien aus Frankreich. Das ist eine Sternkarte. Nein, keine Karte. Eine Einladung. Wie weit würden Sie gehen, um Ihre Antworten zu bekommen? Was wären Sie bereit zu tun? Prometheus, seht ihr das? Großer Gott. Die hatten recht. Seit Jahrhunderten lebt unsere Art verborgen auf der Erde. Doch die Dunkelheit hat uns erneut gefunden. Prime. Es geht um das Schicksal aller Lebewesen. Unicron ist auf dem Weg. Ich dachte, wir wären Bros. Du hast einen Menschen hierher gebracht? Ich bin niemand. Ich habe auch nichts gesehen. Ich sehe auch jetzt gerade nichts. Das ist nicht unser Krieg. Optimus, wir alle brauchen einander, um zu überleben. Wie groß kann dieser Typ sein? Er frisst Planeten. Also viel größer als ein Planet. Letztendlich wird er alles, was dir wichtig ist, verschlingen. Vielleicht gibt's noch einen anderen Weg, um unsere Heimat zu retten. Solch einer Bedrohung musstet ihr euch noch nie stellen. Sollen sie kommen?
Warum willst du jagen? Weil ihr alle denkt, ich kann es nicht. Ich sah ein Zeichen am Himmel. Ich bin bereit. Maui, nicht da. Draußen ist etwas. Ich komme mit dir. Das geht nicht. Ich versuche, dich zu beschützen. Beschützen vor was? Es ist Zeit. Ich weiß, wie man jagt. Ich weiß, wie man überlebt. Was immer das war, ich kann es töten. Planet Arrakis ist so schön, wenn die Sonne tief steht. Wenn sie über dem Sand schwebt, kann man das Weiß in der Luft sehen. Fremde verwüsten unser Land vor unseren Augen. Mein Volk hat nur Grausamkeit von ihnen erfahren. Was soll nur aus unserer Welt werden? Hall. Mein Junge. Hey, Duncan. Kann ich dir etwas anvertrauen? Ja, immer. Das weißt du doch. Ich habe häufig Träume von einem Mädchen auf Arrakis. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Träume sind schöne Geschichten. Aber alles Wichtige passiert, wenn wir wach sind. Was ist das denn? Hast du Muckis gekriegt? Hab ich? Nein. Wir sind Haus Atreides. Es gibt keinen Ruf, dem wir nicht folgen. Kein Vertrauen, das wir verraten. Lächeln, Gurney. Ich gebe mir Mühe. Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu bringen. Haus Atreides nimmt an! Ich kenne dich. Irgendetwas erwacht in mir. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Komm mit mir.
musst bereit sein. Du bist den Harkonnen nie begegnet. Das sind keine Menschen, das sind wilde Tiere. Der Sohn des Herzogs sieht zu viel. Das ist mein Dune. Töte sie alle. Gott im Himmel. Bringt alles, was Geschütze hat, in die Luft. Los! Die wollen uns auslöschen. Die vernichten meine Familie, ein nach dem anderen. Kämpfen wir wie Dämonen. Vater, was, wenn ich nicht die Zukunft von Haus Atreides bin? Ein großer Mann sucht nicht nach der Führung. Er wird berufen. Aber wenn deine Antwort nein ist, so bist du doch das Einzige, was du für mich je sein musstest. Mein Sohn. Falls etwas passiert, wirst du Paul beschützen? Mit meinem Leben. Nein! Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Harkon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater. Dein Vater war kein Freund von Rache. Wir glauben an die Fremen. Lasst mich mit euch kämpfen. Er sagt, ich hab's verstanden. Danke. Ich kämpfe nicht für ihn. Ich kämpfe für mein Volk. Du kleiner Teufelskerl. Glaubst du an Paul? Es gibt Zeichen. Der Prophet, warum ist das etwas Schlechtes? Nutze es! Weil all meine Visionen ins Grauen führen. Weil du die Kontrolle verlierst. Weil ich sie erlange. Chani, glaubst du an mich? Paul Atreides ist noch am Leben. Kümmert euch um diesen Propheten. Zeig mir, wer du bist. Dein Vater war ein schwacher Mann. Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Ich tue, was getan werden muss. Wir gaben ihnen einen Grund zur Hoffnung. Das ist keine Hoffnung! Ich werde dich lieben, solange ich atme. Mit dieser Prophezeiung machen sie uns zu Sklaven! Das ist keine Prophezeiung, das ist eine Geschichte. Mich interessiert nicht, was du glaubst. Ich glaube daran. Ich bin Paul Muad'Dib Atreides, Herzog von Arrakis. Adelebrachi Azada! Der, der etwas zerstören kann, hat die Kontrolle darüber. Es gibt etwas da draußen, auf das wir noch nicht zugreifen können. Es ist so, als ob du deine Augen öffnest.
Zum allerersten Mal im Leben. Deine rasende Wut trübt dir die Sicht. Meine Wut ist alles, was mich am Leben hält. Die Allianz wird nicht aufgeben. Was bist du gewillt, noch dafür zu opfern? Einfach alles. Welchen Sinn macht es, die Menschheit auf Kosten unserer Menschlichkeit zu retten? Ich möchte in Zukunft weniger abhängig von Dr. Halsey sein. Die Wahrheit könnte unser aller Ende sein. Da schlummert etwas in uns. Etwas Heiliges, das beschützenswert ist. Silver Team, zu mir. Jetzt haben wir nur noch uns. Nur noch uns. Volk von Reach. Ich bringe euch den Segen. Wisset, dass ich das Werkzeug eurer Auslöschung bin. Wisset, dass ich der Tod bin. Manchmal verlieren wir über die Geschehnisse die Kontrolle. Und in solchen Momenten lernen wir, was wir können. Wenn ich in ihre Gesichter sehe, dann sehe ich keine Niederlage. Nein, Sir! Ich sehe auch keine Kapitulation. Sie werden sich dem Feind nicht allein stellen. Wir haben etwas, das dem Feind fehlt. Wir haben Helden. Wenn der Kampf vorbei ist, sprechen Sie von einem Sieg und sagen, es wäre meinetwegen, weil ich etwas getan hätte. Oder weil Sie etwas sind. Sie können es nicht sehen. Aber Sie fühlen es. Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl, er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin. Wie lange ist das her? 3, 4 Jahre? 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage, so ungefähr. Spür ich da etwa Gefühle? ja, klar. Götter interessieren sich einzig und allein
für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben. Ich wollte sagen, das da eben war sehr, sehr beeindruckend. Das ist mein erster Bösewicht. Ah, den ersten vergisst man nie. Du bist nicht wie die anderen Götter, die ich getötet habe. Du hast was, wofür sich der Kampf lohnt. Mal sehen, wer du bist, was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp! Oh, du hast zu stark geschnipst, verdammt! Sollen wir ihm helfen? Irgendwann schon, ja. Weintraube. Dieser Anzug bedeutet etwas. Er schützt nicht nur deinen Körper, er schützt auch das Universum. Bereit, Captain Lightyear? Bereit wie nie zuvor. Bis zur Unendlichkeit? Und noch viel. Es gibt eine Sicherheitsverletzung. Danke sehr. Wir bringen alle nach Hause. Komm schon, komm schon! Brauchen Sie meine Hilfe? Negativ. Sind Sie sicher? Ich bin Buzz Lightyear. Ich bin mir immer sicher. Oh nein. Buzz Lightyear Logbucheintrag. Meinetwegen sitzen wir alle auf diesem Planeten fest. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Hallo Buzz, ich bin Sox. Meine Mission ist es, dir zu helfen und ich werde meine Mission nicht aufgeben. Ich gebe meine Mission auch nicht auf. Großartig. Möchtest du ein Törtchen mit Zuckerguss, um das zu feiern? Negativ. Buzz Lightyear Logbucheintrag. Ich bin bereit, endlich die Mission zu beenden. Mit wem redest du? Niemandem. Es geht los. Werden wir abstürzen? Nein. Naja, theoretisch schon. Das war sehr furchteinflößend und ich bereue es, dich begleitet zu haben. Was ist hier los? Runter! Die Roboter! Was? Ich hoffe, du bist einsatzbereit, denn alles, was uns fehlte, war ein Pilot. Wozu? Um das Zugschiff zu vernichten. Ich habe einen Plan und ich habe ein Team. Habt ihr Munitionstraining? Teilweise. Ihr seid also nur Anfänger. Oh Mann, wären wir wenigstens das. Bis zur Unendlichkeit. Soll ich an deinem Finger ziehen? Fall nicht drauf ein. Bip-bup, bip-bup, bip-bup. Bereit! Hörst du das? Ich höre nichts. Oh doch, jetzt schon. Du da, schnapp sie dir! Das verstößt gegen meine Bewährungsauflagen. Mir ist schlecht, ich brauche eine Tüte. Nein, nein, nimm deinen Helm, der tut's auch. Lasst uns die Mission beenden. Wir werden verfolgt von einem... von einem riesigen Roboter! Ich kann alles schaffen! Kannst du mir bitte nicht ins Ohr schreien? Oh, ja. Was ist das für ein Geräusch? Hey, mach meine Katze nicht kaputt! Es gefällt ihm, er schnurrt! Sag's, gefällt dir das? Oh ja! Huh. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages sagen würde. Die letzte Mission vor dem Mars. Und doch sind wir nun hier und treffen die letzten Vorbereitungen für die lange Reise. Hörst du bitte das Licht an? Ei, ei, Captain. Du wusstest, dass deine Mutter eines Tages abreisen wird. Hast du deshalb viel Angst? Ein bisschen Angst? Ein bisschen Angst. Wir haben noch nicht viele Frauen gearbeitet. Du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein. Du solltest ihnen sagen, sie sollen dich etwas entlasten. Was weißt du über meine Kernkompetenzen? Warum ist es dir eigentlich immer so wichtig, dass sie normal ist? Wir waren es doch auch nicht. Stella! Was soll das? Du hast mir Angst eingejagt! Geh weg! So etwas gibt es nicht, einen perfekten Astronauten. Und genauso wenig gibt es eine perfekte Mutter. Stella!
morgen Abend los? Mama, ich vermisse dich. Es kommt mir vor, als wäre es 1000 Jahre her, dass ich mich aus dieser Höhle rauskämpfte, zu Iron Man wurde. Und erkannte, dass ich dich liebe. Ich weiß, ich sagte keine Überraschungen mehr, aber ich habe gehofft, eine geht noch. Die Welt hat sich verändert. Und keiner von uns kann wieder zurück. Wir können nur unser Bestes tun. Und manchmal ist das Beste, was wir tun können, neu anzufangen. Ich habe all diese Leute sterben sehen. Ich sage allen immer wieder, sie sollen sich damit abfinden. Manche tun das. Aber wir nicht. Auch wenn die Chance noch so klein ist, wir schulden es, jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Das werden wir. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Avengers Endgame. Die gefällt mir. Unser Volk ist verstreut. Wie Sterne in der Galaxis. Was sind wir? Wofür stehen wir? Als Mandalorianer lernt man nicht nur zu kämpfen. Du musst auch wissen, wie man durch die Galaxis navigiert. Auf diese Weise wirst du nie verloren sein. Ich gehe nach Mandalore, um Vergebung für meine Vergehen zu erlangen. Möge die Macht mit euch sein! Das ist der Weg. Etwas Gefährliches geschieht dort draußen. Und wenn es so groß geworden ist, dass man es nicht mehr ignorieren kann, wird es zu spät sein. Festhalten, Kleiner. Das ist der Weg. Hin und wieder Träume von Dingen, die passieren werden. Ein grausames Gefühl. Verzweiflung, Tod, Zerstörung. Die zweite ist noch größer als die erste Krise. Ein Imperium strahlt Respekt aus. Er
ist für es überlebenswichtig. Die Foundation ist eine Gefahr für mich. Ich werde ihnen in die Augen sehen und mir zurückholen, was unser ist. Für alle, die überlebt haben, müssen wir uns ihnen stellen. Ein Kampf wartet auf uns. Wir kämpfen für Frieden. Bring uns hier raus! Nicht, weil wir Angst haben zu verlieren, sondern weil wir wissen, dass wir, falls es zum Krieg kommt, gewinnen werden. Wir holen uns den Planeten! Ich glaube, wir haben noch eine Rechnung offen. Die Russen haben den ersten Menschen auf den Mond gebracht. Wir stehen kurz vor einem Atomkrieg. Es gibt kein Zurück. Ein Dreierrennen zum Mars. Wir werden nicht wieder nur Zweiter werden. Heute gehen wir den nächsten Schritt. Hin zu einer völlig autarken Mars-Kolonie. Die Suche nach Leuten, wie wir es sind. Ein Job auf dem Mars ist etwas, das ich mir nie erträumt hätte. Für die nächsten 2 Jahre eures Lebens ist der Mars euer Zuhause. Was ist passiert? Es ist unfassbar. Dieser Asteroid könnte für die Menschen zu Hause alles verändern. Auf dem Asteroiden gibt es mehr Iridium, als jemals auf der Erde abgebaut wurde. Wir können uns das wertvollste Objekt unseres Sonnensystems holen. Nordkorea, CIA, KGB, sie alle wollen ein Stück von dem Kuchen. Geht es dir um Gerechtigkeit oder um Profit? Was nutzt dir das Geld, wenn du tot bist? Dachte immer, mein Abgang wäre spektakulär. Ich hol das Ding und wenn ich dabei draufgehe. Hier oben sind wir machtlos. Ich bin Millionen Meilen von meiner Familie entfernt. Das wollte ich nicht. Es werden noch mehr Menschen verletzt. Ihr versucht nur, eure Konten weiter zu filmen. Wir erschaffen eine neue Welt für unsere Zukunft. Bereit, Geschichte zu schreiben?